Rednerin heute ist Professor Dr. Fanny Michaela Reisin, die Präsidentin der Liga für Menschenrechte, internationalen Menschenrechte. Liga für Menschenrechte. Liebe Teilnehmerinnen, Freunde und Freundinnen, im Namen des Vorstands der Internationalen Liga für Menschenrechte begrüße ich Sie sehr herzlich und danke den Israelis und Iranern für ihre systematische Aufklärung über die Gefahren eines Krieges zwischen Israel und Iran und dafür, dass sie uns hier in der Bundesrepublik aufrütteln und zu Protestkundgebungen aufrufen gegen eine Politik, die Millionen Menschen in der Region und möglicherweise auch darüber hinaus zu Geiseln eines abermaligen Feldzugs in Mittelost macht, dessen Gefahrenpotenziale unabsehbar und gleichsam ungeheuerlich sind. Es sind große Gefahren, denn es sind Atomwaffen, Atomforschungszentren, Atommeiler und Atomwaffen in der Region, die nach Lage der Dinge nicht nur Anlass, sondern auch Ziel in diesem Geschehen sein sollen. Wir protestieren gemeinsam mit Ihnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, gegen die sogenannten Politikverantwortlichen, denen nicht die eigenen, erst in jüngster Zeit verlorenen Kriege in der Region und nicht einmal Hiroshima und Nagasaki zur Lehre geworden sind, von den Aufträgen zur Entwicklung und Bestellung, zur Produktion, zum Kauf und schließlich zum Einsatz irrwitziger Zerstörungsmittel endlich abzulassen. Sie lernen nicht und deswegen ist unser Druck erforderlich. Nach Lage der Dinge wissen wir heute, dass jeder Einstieg in die Nutzung der Kernenergie mit dem Albtraum verbunden ist, Kernwaffen und also Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, zu produzieren und gegebenenfalls zu exportieren. Wir glauben staatlichen Abschreckungsversicherungen nicht, Massenvernichtungsmittel nicht einsetzen zu wollen. Schließlich funktioniert Abschreckung nur zusammen mit der glaubhaften Einsatzbereitschaft. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob als Erst-, Zweit- oder Drittschlag. Verheerend ist doch schon das Ansinnen, die Absicht, ganz zu schweigen von den überall fehlenden Finanzmitteln für solche Schlagabtauschmanöver, die vergeudet werden. Wir fordern im Interesse des elementaren Menschenrechts auf Leben und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen auf dem Globus den unverzüglichen Einstieg in Atommeiler, in eine Welt frei von Atomwaffen, in eine Welt frei von dem Wirtschafts- und Militärdiktum Atom. Weg mit dem Atommeilern, weg mit den Atomwaffen, überall. Und unsere eigene und die uns umgebende Natur kann nicht der Billigpreis für die Irrwege von rücksichts- und verantwortungslosen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Politikzuständigen sein. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen, die Liga gehört zu den schärfsten Kritikern der Menschenrechtsverletzungen der Islamischen Republik Iran. Es kann kein Zweifel darin bestehen, dass das undemokratische Religionsregime gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen eine menschenverachtende Politik praktiziert. Gleichwohl halten wir die gegenwärtige Sanktion und gegen das Land, die letztlich die Herrschaftsträger, das wurde hier schon gesagt, stärkt und die Opposition schwächt, für falsch. Und das nun jahrelange Säbelrassen für verhängnisvoll,
Hände weg vom Iran! Hände weg vom Iran! Ein Krieg gegen das Land wäre verheerend, nicht nur für die unschuldige Bevölkerung des Iran, sondern für die gesamte Region, wenn nicht sogar für die angrenzenden Teile des Globus darüber hinaus. Ich will aber auch sagen, in aller Bestimmtheit, dass die Liga auch zu den scharfen Kritikern der Besatzungsmacht Israel gehört. Auch hier kann aus europäischer Sicht kein Zweifel daran bestehen, dass das Religionsregime eine menschenverachtende Politik gegenüber Palästinensern innerhalb des Landes und in dem besetzten Westjordanland und Gaza praktiziert, so wie per Gesetz die Menschenrechte von Andersdenkenden und Andersgläubigen beschneidet und aussetzt. Ich sage mit aller Bestimmtheit, wäre Israel heute von einem Kriegsangriff bedroht, würden wir mit derselben Leidenschaft rufen, Hände weg von Israel. Israel ist aber weder existenziell noch überhaupt militärisch bedroht. Daran ändern alle dümmlichen Propaganda-Attacken eines Ahmadinejads nichts. Das weiß jeder und jede in den politischen Zentren der Welt. Von iranischem Boden ging seit mehr als 200 Jahren kein Krieg aus. Israel hat übrigens in den knapp 7 Jahrzehnten seines Bestehens mehr als 6 Kriege angezettelt. Manche von diesen Kriegen verheerend. Meine Damen und Herren, zu all dem, zu den Horrorfilmen in dem Mittelost, gibt es eine Alternative, und diese kann nur heißen Ausstieg aus der Atomwirtschaft. Überall atomwaffenfreie Zonen sind der erste Sofortschritt in Richtung einer atomwaffenfreien Welt. Die Unterzeichner und Staaten des Vertrags über Nichtverbreitung von Atomwaffen haben nicht zuletzt vor dem Hintergrund der genannten Gefahren auf ihrer letzten Zusammenkunft 2010 für dieses Jahr, für 2012, die Einberufung einer internationalen UN-Konferenz mit dem Ziel atomwaffenfreier Mittlerer Osten beschlossen. Und das ist die Alternative zu den Atompolitik aller Staaten dort. Die Absicht der Konferenz ist die Einleitung einer Politik für einen atomwaffenfreien Mittleren Osten, und diese muss unterstützt werden. Deshalb, ich komme jetzt zum Schluss an die Adresse der Bundesrepublik. Ich fordere die Bundesregierung auf, mit allem Nachdruck die Einberufung der Konferenz atomwaffenfreier Mittlerer Osten in der EU sowie in internationalen Gremien voranzutreiben. Es stünde der Bundesregierung gut an, hier Vorreiter zu sein. Von allen verbündeten Atommächten des Vertrags zur Nichtverbreitung von Atomwaffen muss gefordert werden, endlich die vertraglich vereinbarte Abrüstung aller Atomwaffen auf dem Globus einzuleiten. Frau Bundeskanzlerin und Herr Bundesaußenminister, zeigen Sie Entschlossenheit bei der Durchsetzung atomwaffenfreier Zonen überall. Betreiben Sie mit Nachdruck die Einberufung der Konferenz, der internationalen UN-Konferenz Atomwaffenfreie Zone Mittelost. Gehen Sie voran in der Verhinderung eines unheilvollen Kriegs zwischen Israel und Iran. Sie haben die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung hinter sich. Danke. We don't want this war.